zurück ins große Haus. Wir müssen in den Saloon. In den Salon. Wie komme ich nochmal dahin? Wir müssen da durch, da durch. Überwachungsraum. War da eine Tür? Hier ist doch dieser Durchgang. Ach, da kommen wir in den... Ah, Moment. Da kommen wir da hin. Da will ich gar nicht hin. Da kommen wir da. So. Wir gehen mal den Weg hier. Der ist am kürzesten und irgendwie am engsten und deswegen auch am besten. Enge, geile Wege. I like it. Oh, Cranksam ist auch da nochmal. Willkommen. Gut, hab gelogen. Guck doch auf den Chat. Verdammt! Aber nicht mehr lange. Das kennen wir ja alle schon. Das ist ja kein Spoiler hier. Blödes. Totes Vieh. So, hier ist der Kamin, ne? Von dem Foto. Und hier ist ein... Geiles Ding, Steroide. Yes. Sind wir jetzt fett dabei oder was? Können wir das benutzen? Stärken die Muskelkraft enorm und erhöhen die maximale Gesundheit, wirken dauerhaft. Rein damit. Steroide. Steroide, genau so muss man das sagen. Das passt schon. Okay. Maximale Gesundheit erhöht. Jetzt können wir das noch aufmachen, du. Was finden wir in diesem Zimmer? Na? Oh, wow. Was zur Hölle? Was ist das? Ein Granatwerfer? Okay. Kleines Upgrade auf jeden Fall. Kleines Upgrade. Und Schießpulver. Jetzt können wir auch diese komischen Granaten benutzen, die ich die ganze Zeit mitgenommen habe, aber nie verwenden konnte. Flammengranaten, genau die. Flintenmunition, wow. Das ist ein Raum. Den finde ich gut. Und wieder mal ein bisschen Festbrennstoff. Für weitere Granaten. Das ist echt der Wahnsinn. Da sage ich mal Horika. Das ist echt crazy. Oh, noch mehr. Starke Chemikalie. Ob die Teile one-hitten? Gute Frage, ne? Gute Frage. So, okay. Irgendwo war hier noch ein Schlüsselloch. Ein kleines, süßes, gemeines Schlüsselloch. Aber wo? In dem Raum. Wir müssen einfach durchgehen hier. Hier, genau, klar. Erinnere mich, Dietrich. Hey, yes. Und wir haben Flintmunition ohne Ende. Damit haben wir jetzt alles geholt, was wir haben wollten. Und ich gehe mal. Ach so, hätten wir auch so rumgehen können. Ja gut, was ist das? Wohnen hier Kinder? Nein. Niemand wohnt hier. Nicht mal Kinder. Okay, das haben wir. Das wäre so schon viel kürzer gewesen, ich sehe es ein. So. Cool. Machen wir uns bereit. Es geht los. Wir müssen nach draußen und dort dann ein bisschen rumballern, hoffentlich. Nicht. Ich will meine Waffen jetzt nicht verschwenden. Gibt es hier noch irgendwelche Wackelköpfe? Okay. Gut, 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 gut. Inventarmanagement und dann durch das Tor. In den blinkenden, blitzenden Bereich. Da freue ich mich. Weiß gar nicht, welche Munition ich ausgewählt habe. Zuerst kommt mal die blaue Karte. Und dann die rote Karte. Tür ist offen. Oh yes! Bin eingeladen, Lukas! Lass mich rein! Der feiert echt eine Party da drin, ne? Mit Glitter und so, oder was ist das? Ach, das sind Neonlampen, deswegen sieht das so komisch aus. Das ist wahrscheinlich Blut oder sowas in der Richtung E3. Was hat das zu bedeuten? Guten Abend. Warte mal. Bevor ich jetzt hier irgendwas mache, kann ich das ausmachen? Oh. Nee, kann ich nicht. Schauen wir uns das Video an. Oder was auch immer da kommt. Bin bereit. Sie denkt, das Teil ist etwas Besonderes.
genau hier ist besonders. Weißt du, Ethan? Nee. Jeder will gerne die Zeit zurückdrehen. Was? Oh, komm schon. Was, Evelyn? Ich will es ihm doch nur zeigen. Ich will ihm nur zeigen, dass nicht jeder zurück dahin will, wie es früher war. So ist ein dummes Miststück. Sie versteht nicht, dass ich nicht zurück will zur Zeit, bevor mein Vater dich gefunden hat. Nicht jeder will die Zeit zurückdrehen. Also, Ethan, du kannst so viel du willst unter dem schmutzigen, vergammelten Haus kriechen und nach den Materialien suchen, aber du wirst verdammt nochmal nichts finden, Ethan. Du willst das Serum herstellen? Oh, Baby. Da musst du an mir vorbeikommen. Hörst du mich? Na komm schon, Ethan. Was sagst du? Ja, bin dabei. Auf geht's. Ja, ja, toll. Scheiße! Ein... Ja, ja, ja. Könnte man auch sagen, scheiße oder oh nein. Ja gut, dann ist es jetzt das gewesen. Ich habe Bock. Und eventuell fehlt mir jetzt eine Schrotflinte, denn die ist echt super stark. Ich brauche die Schrotflinte. Denn Lukas ist bestimmt auch ein fetter Endgegner, der vielleicht ein bisschen zu fett für mich ist. Bäh. Kraut. Gutes Kraut. Mmh. Ist das eine Falle hier? Soll das eine Falle sein? Wer soll darauf reinfallen? Also ich bestimmt nicht, oder? Also ganz ehrlich, unten durch. Aber erstmal. Hallo, was haben wir hier? Pistolen, Munition. Sehr... sehr ausgebufft. Weißt du, dass er sowas hier macht? Einfach irgendwelche Fallen stellen. Dass ich nicht lache. Ich gehe einfach unten durch und sage, tja, das war's. Mit einer Planung hier, was ist das? Noch mehr Pistolenmunition. Ich hab so viel Munition. Was natürlich besser gewesen wäre, was auch ein bisschen unvorhersehbarer gewesen wäre, wäre die Befestigung an der Türklinke, ne? Da könnte man nicht einfach drunter durchgehen. Das sieht echt krass aus. Als ob der sowas hinbekommt. Dieser komische, verrückte Lukas. Okay, aha. Oh, oh, hey, hey, yo. Das ist schon mal ein bisschen, das ist herausfordernder hier. Au, Feuer! Hätte ich wohl erwähnen sollen, was? Hey, was soll denn das jetzt? Ich war unten drunter. Das ist doch... Was ist denn das? Ach so. Eine Malerrolle. Jetzt kommen bestimmt irgendwelche Monster und wollen mich umbringen und ich lock sie einfach zurück durch die Fallen und sie sterben. Schön wär's. Was ist das hier? Nix. Surprise. Was ist das da oben? Eine Lampe, die nicht geht. Ja, okay. Flintenmunition für die Flinte, die ich nicht dabei habe. Flinten. Na, okay. Na, oh. Der Franzose in mir. Das hätte ich mal ahnen sollen, aber habe ich nicht. Großer Fehler. Wie sieht's aus? Gelb? Immer noch grün, alles gut. Immer noch grün, also bitte. Wie komme ich denn jetzt da ran? Oder durch? Wow, das ist nicht schaffbar. Doch, es ist schaffbar. Einfach draufschießen. Kriege ich Licht? Auch Licht hier. Du hast ein wirklich gutes Auge. Ja, ich bin awesome, Mann. Ich bin awesome. Kriege ich das hin hier? Ja, okay. Und wir sind im Lager? Nein, Quatsch. Cool, aber das kommt mir gerade mal recht, denn ich hab zu viel Kraut. Weg damit. Flintenmunition. Habe ich davon was in der Kiste drin? Ich kann die Flinte ja mal einpacken. Auf die 3. Flintenmunition 9 packe ich auch mal ein. So, Munition packe ich da unten hin. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Ich habe das, das, das. Das mal alles nach unten packen hier, damit ich einen Überblick habe, was wichtig ist und was nicht. Okay. Coolio, wir haben hier eine
Eine Schaltung. Was ist die Kombination? Ach, hier sind wir wieder. Oh nee, das Rätsel, das kennen wir ja schon. Gott sei Dank, ich kenne das. Ich weiß, wie man das löst. Lassen wir mal so, wie es ist. Ich brauche dringend Chemikalien oder sowas. Ich drücke. Was? Scheiß Passwörter, was? Ja. Probier doch mal 0814. Nein. 0621. Nein. Es ist 0514. Na komm schon, versuch's mal. Man weiß nie. Was soll denn das? 0? 5? 14? Tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Aha. Ah. Oh. Ausgebufft. Mhm. Ja, jetzt habe ich die anderen vergessen. Wo sind die? Oh, da ist eine Tür aufgegangen. Man braucht bloß eine Kombination. Weil keine stimmt. Offensichtlich. Pumpgun Action. Lass mal nachladen. Boah, ich habe so viel. Wir können so viele Monster töten. Da ist jemand. Hast du genau gesehen? Okay, das war Verschwendung. Ich sehe es ein. Ich sollte mal die andere Munition nehmen, die nicht so teuer ist. Oder gut. Hallo, ich bin mir sicher. Ah. Alright. Das war doch sehr, sehr offensichtlich. Wir brauchen Kombinationsmöglichkeiten. So, das haben wir. Okay, das können wir aufmachen. Nichts drin. Ernüchterung ist groß. Flintenmunition. Ernüchterung ist direkt wieder abgebaut worden. Das ist doch hier irgendwas. Was ist das? What is it? Achso, nix. Okay. Brennstoff. Das brauche ich wiederum nicht. Schön geblockt im Inventar. Supi-dupi. Ich meine, später vielleicht mal. Okay. Oh, ich hab nicht aufgepasst. Oh, goddammit. Achso. Hallo, kann ich mal aufstehen? Oh, du lebst noch. War nicht so gut, ich sehe es ja ein. Aber wo kam der auch her? Von da oben oder was? Mann, Junge! Zu viel Munition verschleudert. Noch mehr Fallen. Noch mehr Fallen. Wie blöd bin ich denn, sag mal? Meine Fresse, wie einfach nur offensichtlich da was lag. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Huiuiui, ich bin fast da wieder reingelaufen. Das wäre mein Tod gewesen. Okay, Moment. Die sieht man aber echt schlecht hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht man nicht gut hier. Ne? So, okay. Huh. Das war's aber, oder? Bitte? Antike Münze, yes. Ja, ich vertraue dem Ganzen nicht. Oh, noch mehr Steroide. Take it. Oder? Du kommst hier rein. Hm. Okay. Dem traue ich wieder mal nicht. Zurecht. Zurecht, zurecht. Diese Fallen hier sind ja furchtbar. Okay, vorsichtig. Man muss ja echt auf diese blöden Drähte achten. Who is it? No need for that. Oh, was ist das denn für ein Vieh? Ja, aber gut, warte mal, zwei Schuss reichen, ne? Komm mal ein bisschen ran, damit das auch zählt hier. Komm mal ein bisschen ran, okay. Gut. So kann man sich auf jeden Fall die Zeit vertreiben. Spaß mit Freunden in der Scheune? Ne? Okay. Gut. Weitere Fallen? Ich weiß nicht. Was ist das? Kraut. Mm.
Kraut ist lecker. Kraut ist gut, hier gibt's nichts mehr. Okay. Wo ist meine Lampe hin? Schießpulver. Für die guten. Die guten Kugeln. Ich wünschte, ich könnte Flintenmunition herstellen. Ich würde nur noch mit der Flinte rumrennen. Ganz ehrlich, Safe Room, ne? Ist ein Safe Room. Muss ein Safe Room sein. Ah! Jupp, ist ein Safe Room. Perfekt! Ha, wir haben hier Festbrennstoff, Flintmunition, geil. Drei Schuss direkt wieder bekommen. Ich habe keine Videokassette für dich. Tut mir leid. So. Packen wir zurück. Das nehmen wir rüber. Das behalten wir da, wo es ist. Das ist okay. Zwei Schuss. Okay, Inventar aufgeräumt. Wobei, Moment. Moment. Noch nicht ganz. Lass mal zwei davon rüber tun. Wir finden so viel Kraut. Ich will das nicht in zwei Slots haben. So. Überspeichern, du! So, weiter geht's. Der Safe Raum ist safe. Hatte ich nicht noch mehr Pistolenmunition? Da ist auf jeden Fall eine Falle wieder. Oder irre ich mich gar immens? Wahrscheinlich, okay. Schau mal hier. Da ist nichts drin gewesen. Mist. Also hätten wir ruhig safe machen können. Aber gut. Wozu hat man Munition, wenn man sie nicht einfach verballert? Was ist das hier? Eine Falle? Da fehlt irgendwas. Ja. Ein Button. Den wir erreichen müssen. Ach komm. Ich lebe gefährlich gerne. Immer. Oh, Schwein gehabt, Alter. Gut. So, und jetzt runter hier. Runter, oder? Ist das das, was wir tun müssen? Das ist ein Haken, der befestigt ist. Ich traue mich noch nicht so ganz. Ich weiß nicht warum. Okay. Da ist nix. Das ist bestimmt wieder Fake. Egal, komm schon. Ah, Glück gehabt. Flintmunition, sehr gut. Licht, da kommt bestimmt irgendwas raus. Na. So, was haben wir denn hier? Hier fehlt auf jeden Fall eine Batterie. Ah, eine Batterie fehlt. Damit alle Lampen leuchten. Ah, war wieder nichts. Bin zu blöd. Okay. Bin gut. Bin super. Nehme alles zurück. Da ist die Batterie, aber so einfach kann es nicht sein, oder? Okay, vielleicht doch. Na, komm schon. Na, oh. Brennstoff wieder mal. Ach, den habe ich immer noch drin, ne? Wollte ich weglegen. Blöder Brennstoff. Hab zu viel davon. Das war mal wieder typisch. Hätte direkt blocken sollen. Ach. Crowd. Okay, Mutmaßung meinerseits. Wenn wir die Batterie einsetzen, werden irgendwelche Viecher freigelegt. Und dann müssen wir kämpfen. Oder sowas in dem Dreh. Hoffentlich nicht. Take it. What? Ja. Ladies and Gentlemen, Jungen und Mädchen, willkommen beim Scheunenkampf. Ich sehe schon. Keine schmutzigen Tricks, Gentlemen. Wir haben Regeln. What the fuck, Alter? Du mich auch. Oh, ich habe einen großen Fehler gemacht hier oben. Hier ist ja nichts. Leben mit Widrigkeiten
umgehst, mach dich erst zum Mann, Ivan! Aua! Verdammt, das muss wehtun! Der lebt immer noch. Ich weiß nicht, wie viel ich davon entbehren kann. Tatsächlich. What the? Ich muss sagen, dass ich beeindruckt bin. Du bist nicht nur noch am Leben, du hast auch noch alle Finger und Zehen. Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Ich brauche ganz dringend eine Freundin, Ethan. Kannst du mir helfen, eine zu finden? Fenzak ist tot, Fenzak ist tot. Ah, er war sowieso nie mein Favorit. What? Man braucht also 4 verdammte Granaten für einen so ein Monster, fettes Ultramonster und einen Pistolenschuss? Gut, für die Statistiken immer schön merken, ja. 4 Granaten, ein Schuss. Oh Gott. Wie viele Schüsse braucht man denn ohne Granaten? Das ist echt irgendwie eine Frage, ne? Ja gut, war aber sehr nett. Gut zu wissen, dass es jetzt auch solche Gegner gibt, da freue ich mich sehr. Sag ich hallo. Sehr gut. Mhm. Keine Fallen mehr, oder was? Sind dir die Fallen ausgegangen? Hast du sonst nichts zu bieten hier? Boy. Bin mir unschlüssig, ob der noch lebt. Nee, der lebt nicht mehr. Der ist tot, Junge. Pillen? Weiß immer noch nicht so genau, was man mit Pillen machen soll. Flüssige... Nee, der ist tot. Okay, der ist sowas von tot. Das ist eine tote Person. Eine tote Person, die irgendwie festgebunden ist an dieser Lampe. Nee, gar nicht wahr. So, was steht denn da? You're next. Du bist als nächster dran. 1408. Hinweis? Ich weiß es nicht. 1408. Moment. Pillen. Nahrungsergänzungsmittel müssen zur Verwendung zu Arznei verarbeitet werden. Okay, wir können ja das nehmen. Munition für den Granatwerfer. Enthalten ein starkes Gift, das sich auf das Nervensystem auswirkt. Und dazu brauche ich Festbrennstoff. Ja gut, okay, wir sollten uns das mal gründlich überlegen, was wir jetzt hier machen, ne? Mit Dingen. Ach, Mist. Na gut, okay. Oh, warte, da ist noch was. Antike Münze. Das ist wichtig. Stairs. Ja, okay. Wir haben genug Zeit. Alles bestens. Oh, warte mal, wir müssen hier rein. Müssen wir nicht da rein irgendwie? Wir sind jetzt wieder hier. Ich glaube, wir müssen da jetzt rein. 1408 war doch gerade die Kombination. Oder habe ich das? Ja, okay. Einfach nur ein bisschen konzentrieren. Oh, Kumpel, das ist ein Test deiner Fähigkeiten. Also nicht schummeln. Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg. Ja, gute Idee. Gibt's hier nicht einen Button für Inventar hier? Warte mal, die Tür ist offen. Ich könnte sie jetzt natürlich exploiten, indem ich die Sachen einfach wieder reinnehme. Was passiert denn dann? Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg. Gut zu wissen, dass das nicht so funktioniert. Hallo, habe ich Geburtstag? Oh. Ich will nicht verbrennen, ich muss das hier irgendwie clever machen. Ich weiß nicht, ich sehe nichts. Scheiße. Ich hab die Kerze. Gibt's hier irgendwas anderes? Irgendwas Neues?
Okay, wir müssen erstmal durchlaufen, ne? Mit der Kerze. Das haben wir schon mal gemacht. Gibt's hier irgendwelche Neuerungen in diesem Level? Gut, dass ich mir das Video angeguckt habe, ne? So, brauchen wir das Ding denn zwangsläufig? Ja, Mist. In Ordnung. Was hältst du davon, wenn wir ein kleines Spiel spielen? Du musst lediglich die Kerze anzünden und sie in die Torte stecken. Ja, ja. Leck mich am Arsch! Ethan! Wortwahl, bitte! Wir haben Kinder im Gebäude irgendwo. Leck mich! Glaube ich. Leck mich am Arsch! Warum müssen wir das doppelt machen? Das finde ich echt ein bisschen komisch. Die Sache ist, ich bin mit dem letzten Mal, also mit dem letzten bin ich ja verstorben. Nee. Verschmutztes Fernrohr. Seh nix. Hätte ich mal vorher gucken sollen, wo ich hinlaufe, was? Ja, ich bin blöd. Sehr gut. Gehen Sie mal an. Ernsthaft? Wow, heiliger. Heiliger Bimbam. Wo ist meine Maus da? So, brennt. Jetzt machen wir das Schloss auf. Schon mal. Dann glotzen wir uns das nochmal an. Ist die Kombination die gleiche wie letztens? Ja. Ist die gleiche Kombination. Gut zu wissen. So, so. Warte, wir müssen nach oben. Ist kürzer. Und der Embryo. Oh. Give it to me. F you. Die Frage ist, warum hat er das ganze Ding nochmal so mit Stroh bedeckt? Ich meine, der muss ja das ganze Rätsel resetten für jeden neuen Ankömmling hier. Wie blöde. Und damit haben wir den Poppenfänger. Das ist gut. Anna. Der Puppenfinger ist dran. Das mache ich zum Schluss. Denn ich will nicht, dass der ganze Raum mit Benzin überflutet ist. Oder was auch immer da drin ist. Was auch immer da drin ist. Surprise Party, yay! Gibt's hier noch was, irgendwas anderes? Nee. Loser. Ich weiß es ja schon. Das musst du mir gar nicht erst drauf tätowieren. Ganz ehrlich, ne? Siehst du? Bin im Bilde. Boy. Okay. Der sollte auf keinen Fall irgendwelche Videotapes rumliegen lassen, wo Leute dieses Rätsel schon mal gelöst haben. Weißt du, das ist halt keine Herausforderung mehr. So, dann drehen wir das mal zu. Das ist doch ein neues Rad, ne? Im Grunde. Im Grunde dürfte das jetzt eigentlich funktionieren. Ach so. Ja klar, ich muss mir gar nichts tätowieren lassen. Ha. Muss ich ja gar nicht. Ich muss auch das Benzin nicht rausnehmen. Tja, easy. Explosion! Explosion! Aber kein Benzin auf dem Boden, tja, Pech gehabt. Scheiß Kerl, du solltest doch draufgehen! Ja. Warte. Hier da, Wand. Die Zeit läuft. Ja, sehr gut. Oh, ein bisschen knapp, ne? Die war für dich vorgesehen, verdammt nochmal! Outplayed, Junge. So, jetzt haben wir das ja erledigt. Kann ich meine Sachen wiederholen oder geht das gar nicht? Nee, geht nicht, ne?
Das geht jetzt, ne? Nur mal so, wir nehmen eine Sache raus. Und dann sollte das auch weitergehen, hoffentlich. Oder was? Ich brauche mein Messer. Zu Test. Geht immer noch. Okay, gut. Wir können uns wieder restocken und dann geht's weiter. Gut zu wissen, dass wir das einfach so machen können. Ich meine, wir hätten das Rätsel nicht lösen können, hätten wir uns diese komische Kassette nicht angeguckt. Wären wir aber weitergekommen? Niemand weiß es. Durch die Wand. Ins nächste Abteil. Blödes Mistding. Es brennt so blöd hier. Ah, oh, er war gerade hier, ha? Huh? Na toll, hier ist die... D-Serie-Kopf. Das Serum ist komplett. Richtig krass outplayed. Endlich. Endlich, wir können das Serum herstellen. Und den Stuhl wegschieben. Yay, und wir können speichern. Vor allen Dingen, das Karte des Versuchsgeländes. Okay. Wo wir schon mal hier sind. Wir sind... Oh mein Gott. Der Partyraum. Moment mal kurz, warte. Warte. Warte mal. Irgendwas stimmt hier nicht. Lass mal kurz zurückgehen. Ich habe das Gefühl, ich habe ein kleines Detail übersehen. Da ging es da lang. Hier sind wir hergekommen, ne? Ja. So. Oh, Gottes Willen. Ich habe das vorhin irgendwie wahrgenommen, aber dann dachte ich mir, what the fuck? Das Ding hier, ne? Ich bin einfach... Dann hat mich diese Explosion hier komplett verwirrt. Hier muss es noch irgendwas geben, übrigens. Das ist doch das Schatzfoto. Da oben, guck. What is it? Reparatursatz. What? Was für ein Reparatursatz? Was macht man damit? Ein Reparatursatz für defekte Schusswaffen enthält eine begrenzte Zahl von Ersatzteilen. Für defekte Schusswaffen. Ich habe eine defekte Pistole, aber... Ist das nicht eine G17-Pistole? Vorsicht. Gut. Mann, ey, ich habe mir das fast wieder vergessen, ne? Ohne Mist. Runter und zur defekten Pistole. Ich will mal gucken, was das für eine ist. Ist das eine bessere? Oder nicht? Eine bessere Pistole? Eine Pistole? Wo sind die jetzt? Habe ich die nicht reingelegt? Nee. Doch, muss ich doch. Defekte Pistole. Sie ist defekt. Sieht aus wie eine krasse Pistole. Ich will die, glaube ich, mal... Ich will die mal... M19-Pistole. Eine relativ kraftvolle Pistole. Sie ist in einem schlechten Zustand, aber scheint noch brauchbar zu sein. Eine kraftvolle Pistole. Davon habe ich 7. 7 Schuss habe ich da. Eine relativ kraftvolle Pistole. Was zur Hölle, Mann? Gut zu wissen auf jeden Fall. Gut zu wissen. Ich muss da hinten durch. Ah, eine kraftvolle Pistole habe ich jetzt. Ob mir das was bringt, ob die wirklich so kraftvoll ist. We will see. Schau mal hier. Auf dem Bildschirm. Mia! 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 Wer bist du? Wo seid ihr? Wir sind gleich hinter dem Steg. Vor dem Raum da. Beeil dich. Ruhig Blut, Ethan. Was willst du, verdammt? Dich? Tot? Ich schätze, das ist nicht drin. Noch nicht.
Ich glücklicher. Schau, solange du keine Überraschungen mehr im Ärmel hast, rate ich dir... Oh, das wäre zu viel verraten, Ethan. Und ich mag keine Spaßverderber. Arsch. Okay, sehr gut. Erstmal speichern. Erstmal speichern. Ne? Jetzt haben wir alles. Weiter geht's. Spaßverderber, sagst du also? Ich bin gern Spaßverderber. Und ich habe eine neue Pistole. Und ich habe vor allen Dingen Flintenmunition, weil ich brauche keine Pistole. Flinte ist viel besser. Und jeder weiß es. Jeder weiß es. Hallo. Pistolenmunition, das ist... Für die jetzt hier. Ich habe 7,14. Wenn ich jetzt die nehme... Habe ich. 10, 14, 9, 0. Das sind andere Munitionsarten. Was zur Hölle? Ich sehe nicht durch. Was das jetzt angeht. Aber macht ja nichts. Wir brauchen die Kurbel. Mensch. Seit wann denn das? Zurück. Brauchen wir noch mehr Kurbeln hier? Oder reicht das, wenn wir bloß das eine Mal die Kurbel benutzen? Ach egal, komm schon. Wo ist er jetzt da? Vor allen Dingen brauche ich mal einen neuen Rucksack. Hä? Bin immer noch grün, obwohl. Mehr so gelb. Mia, ich komme. Komm, um dich zu retten. Und dann? Weiß ich auch nicht. Kommen wir eh nicht raus, weil ich habe schon vergessen, wo hier der Eingang war. Meine Güte. Dieser Steg ist echt unter aller Sau. Wer baut denn so einen Steg hier? Ah ja, schief und krumm, ja ja. Dumm die dumm. So muss das, da ist ein schiefes Haus. Okay. Schiefes Haus, bleibst du stehen bitte? Keine Fallen mehr bitte. Oh ja, selbst wenn. Ja, oh. Pistolenmunition, ich bin zutiefst. Erquickt. Genau das nämlich. Da gibt es noch mehr zu holen. Und da brauchen wir wieder mal eine Kurbel. Gut zu wissen. Ich wollte nochmal da gucken, ob es da noch irgendwas auf dem Steg gab. Denn wenn ja, wäre das ja schade, wenn ich dran vorbeilaufen würde mit einem blinden Auge. Oder zwei. Ha. Ach, ich bin ja dumm. Hier geht das Ding nach oben. Hätte ich mir sparen können. Umwege über Umwege über Umwege über Umwege und dann nehmen wir noch einen Umweg für den Umweg. Okay. Denn nur so können wir gewinnen. Über Umwege. Falls man es nicht verstanden hat bisher. Flintenmunition. Ich habe so viele Flinten. So viel Flintenmunition. Jetzt ist ein Traum. So. Können wir nicht aufmachen. Liegt hier noch was? Jupp. Mac. Magnum. Wo gibt's denn die Magnum, Mann? Wenn ich jetzt schon... Ich habe jetzt schon zweimal Magnum-Munition... Zweimal Magnum-Munition gefunden, ja. Oh, nö! Ja, guckst du blöd, yo. Hab ich dir ordentlich gegeben, Boy. Kommt noch mehr? Oh, nee. Doch, 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 doch. Das passt. Ich hab so viele Flinten. Hab ich zwei auf einmal getroffen? Nope. Der lebt noch? Wow, 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 wow. Autsch. Was das mit dem soll hier? Warum hat er so viel Ausdauer? Alter, what the fuck? Ist er down? Was bist du? Oder was warst du wohl eher? Ich finde die Pistole jetzt nicht so stark. Habe ich die richtige? Ja. Okay. Okay.
So, waren bloß drei Gegner. Ich habe insgesamt eins. Zwei, drei, vier Schrotflintenschüsse abgegeben. Das geht ja. Ich will davon so gut wie möglich laufen. Oh fuck, das war dumm, das war dumm. Oh fuck, bin tot. Noch nicht ganz. Ich hab die gerade outplayed. Wie ein Boss. Der ist normal da hinten, oder? Hab noch 30 Schuss. 30 Gegner theoretisch. Komm so ran, Boy. Du bist nicht normal. Jetzt aber. Zwei davon ins Face. Und du liegst mir zu Füßen, ne? Wie alle immer. Okay, gut. Bin ich jetzt irgendwie ein bisschen blöd, dass die immer hier aus dem Wasser gesprungen kommen? Ich meine, was soll das? Safe Room. Ich hätte einfach durchrennen können. Ich bin blöd. Hätte so viel Munition sparen können. Ich glaube, das Hauptding hier ist echt Munition sparen und nur für wichtige Dinge Munition ausgeben. Munition, Munition. Psychotonikum. Und Flammengranaten. Oh, wir kriegen jetzt gleich einen schönen Gegner, denke ich. Das ist klar. Kraut. Flintmunition 10. Ich hab nicht genug Platz für Flintenmunition. Gib mir mehr Flintenmunition. Ha? Damit werde ich die Welt erobern mit der Flinte. Im Sturm. Oh, da ist noch mehr. Oh ja. Oh ja. Ich muss mir dringend mal durchlesen, was diese blauen Sachen so machen, ne? Also. Chemikalien, andere Objekte trennen und diese wieder nutzbar machen. Okay. Und kombiniert können wir daraus machen, diese komische Granatwerfermunition, die man nicht kennt. Nervensystemgift. Nervengift. Gift. Einfach nur Gift, Gift. Mhm, interessant. Ich brauche aber erstmal nur Feuer, glaube ich. Denke ich. Ich weiß es nicht. Verbesserte Pistolenmunition. Aber erstmal bauen wir uns davon ein paar. Oder eins. So, wir haben jetzt so ein Low Arzneimittel und eins, was ziemlich heftig ist. Den Rest packen wir weg. Drüber, Paul kommt auch mal rüber. Oh, wir können auch einmal Low können wir noch herstellen. So, Paul kommt rüber. Reicht erstmal. Auch in den Kampf oder was? Nach dem Speichern. Okay, Lukas. Hauen wir dem mal richtig in die Fresse jetzt. Oder schießen wir dem in die Fresse, je nachdem.